Ha, Kona, Malta da, Freund des Geflimmersports, was? Genau. Und ein herzlich willkommen an alle Zuschauer und Abonnenten. Ja, bevor wir uns jetzt das da anschauen, also beziehungsweise das da, ja, ganz kurz da oben ist aus der Versenkung back. Ich werde für euch jetzt Videos vorproduzieren, auf alle Fälle, das sage ich euch gleich. Also, das ist jetzt mal so bis, das ist jetzt mal so der Woche und nächste Woche, was geht auf alle Fälle. Also, es werden jetzt alle 2 Tage werden neue Videos erscheinen, also da klemme ich mir zeigt immer dahinter, weil ich da noch so viel Leerlauf zwischendurch kann ich euch das nicht oder. Ich habe mir gedacht, zum Anfang mit der Folge Nummer 13 schauen wir uns dies da und zwar Mercedes EQB 2021. Skizze. Na, let's fets. Man schaut schon nicht schier aus, gell? Muss man die Jungs und Mädels lassen von Mercedes. Die haben es gut hingekriegt. Ich habe das den Verbrenner GLB habe ich auch schon mal gesehen. Und ja, Bussi aufs Nussi. Also ich muss sagen, das haben sie schon gut hingekriegt. Vor allem diese Form, man kennt sie, ja. Das ist einfach diese GLB-Linie hier. Vom Poppes übers Buckel immer bis zum Bauch, ich wollte jetzt schon sagen. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Schaut auf jeden Fall jetzt mal gut aus, muss ich sagen. Was bei VW MEB heißt, wird Mercedes MEA nennen. Steht für modulare Elektroarchitektur. Allerdings wird diese neue Plattform erst mit dem EQS im Sommer eingeführt. Vorher elektrifiziert der Stern seine bereits vorhandenen SUV. Der EQC hat den Anfang gemacht, der EQA ist gerade vorgestellt worden und der neue EQB kommt noch im Frühjahr. Anders als bei den künftigen E-Modellen mit Stern baut die Elektroversion hier auf einem Baukasten auf, der ursprünglich mal nur Verbrenner beherbergt hat und das parallel auch weiterhin tut. Die E-Version ist damit quasi eine Motorvariante nach Benzin, Diesel und Hybrid. Aha, ist ja spannend. Mal schauen, ob der jetzt schon heraus ist, weil das Video ist schon 14 Tage alt, glaube ich. Jetzt zum Aufnahmezeitpunkt. Je nachdem, wann ihr das dann seht, ist das schon eine Zeit her. Müssen wir mal schauen. Ne? Ich muss mal nachfragen bei Mercedes in Rosenheim, was die da am Start haben. Aber jetzt schauen wir uns diese mal schnell fertig an. Vorteil: Mercedes muss nicht alles noch einmal neu entwickeln und kann trotzdem schnell mit neuen E-Autos auf den Markt kommen. Nachteil: Die effizientere Anordnung von Motoren und Akkus kommt hier noch nicht zum Tragen, weil die Verbrennerplattform den Weg vorgibt. Trotzdem wird der EQB sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, spannend, weil er die E-Mobilität bei Mercedes im Vergleich zum EQC günstiger macht und trotzdem mehr Platz bietet als zum Beispiel der EQA. Damit ist er eben nicht nur als Zweitwagen oder für die Stadt interessant, sondern könnte auch den ein oder anderen Verbrenner aus der Garage verbannen. Ja, also Mercedes, Bussi aufs Nussi schon mal. Ich schaue mal, dass ich meine echte Arme anschauen kann. Natürlich unter Berücksichtigung der geltenden Maßnahmen, ist ja logisch. Mal schauen, ob ich ihn anschauen kann in Rosenheim, weil Traunstall gibt es auch nicht mehr. Traunstall, der Mercedes hat Händler zugemacht. Schauen wir mal, leider. Naja, aber jetzt schauen wir auf jeden Fall mal noch schnell auf der Mercedes-Website vorbei. Ihr findet natürlich auch die Kollegen von Auto, Motor und Sport unten in der Videobeschreibung. By the way, das hätte ich jetzt fast vergessen, nämlich gibt es jetzt auf Twitch. Twitch ist gleich der erste Link in der Videobeschreibung. Da wäre jetzt dann am kommenden Wochenende, das ist da. Wo fällt das denn das? Warte, schauen wir mal schnell. Das ist Samstag, ist der 20. Ja, am 20. werden wir so um ein Viertel nach 8. Das platziere ich jetzt da herinklein nur schnell, sonst vergiss es wieder. Werden wir so gegen ein Viertel nach 8 einen Twitch-Stream anschmeißen. Kabel Chiemgau TV. Wie gesagt, erste Zeile in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei.
Da habe ich nämlich wieder ein paar ganz schöne Sachen im Hinterkopf. Darf mich auf jeden Fall freuen, wenn es vorbeischaut. Das erste Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt springen wir aber wirklich schnell zur Mercedes-Seitennummer. Tja, leider ist der Neue unter der Rubrik Elektroautos auf der Mercedes-Internetseite leider noch nicht zu finden. Bis jetzt nur der EQC und der EQA. Ich finde aber die Elektroautos, die mir sollten wir. Sollen wir uns das mal anschauen? Sollen wir uns mal so die Elektromobilität vornehmen? Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumenling nach oben da, wenn ich mal die Elektromobilität ein bisschen genauer vornehmen soll. Das sind die einzigen zwei, die es bis jetzt unter die Elektrofahrzeuge gibt. Sind bis jetzt bloß die zwei Kameraden. Ja, schauen wir mal, was gibt es noch. Schauen wir mal rein, ich habe jetzt nur die zwei gefunden, aber ich weiß nicht, ob da der neue schon dabei ist. EQA, EQV, EQC, nein, das ist der neue noch gar nicht dabei. Schade, schade. Aber stimmt, den gibt es ja jetzt auch als E. Ich find den, ich weiß ja nicht leider nicht mehr. Schwer einzuschätzen, muss ich sagen, weil wenn man so die normale V-Klasse kennt, so im Vergleich zu der da, ich weiß nicht, geht es bloß mir so, da ist der einfach runder und hinten ein bisschen tiefer geworden. I don't know. Kann sein, dass man das auch bloß so viel kommt, dass er da hinten her. Ja gut, wird wahrscheinlich da drin liegen, dass da irgendwie Batterien oder Akku, also beziehungsweise Akkus und die ganze andere Technik drunter sein müssen. Aber mir kommt so vor, es hätte der V-Klasse, genau, es hätte die V-Klasse irgendwie einen korpulenten Hintern gekriegt. Kennst du mir ja mal, schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich meine, ich bin ja da jetzt auch nicht so, weißt du sehr. Und wie gesagt, wenn wir es uns mal anschauen sollen. Bei Mercedes selber. Dann lasst es auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Ja. Ich hätte jetzt gehofft, dass es ihn schon zum Anschauen gibt, aber das freuen wir einfach mal noch. Ja, also ihr seht schon, es kommen noch spannende Zeiten auf uns zu, da jetzt auf jeden Fall mal so behaupten. Ja, wie gesagt, also ich bin auch gern bereit, dass wir uns die Elektromobilität ein bisschen genauer anschauen. Ich komme ja mal umhören. Wir haben ja noch zwei Mercedes-Händler, der AVG in Rosenheim, beziehungsweise draußen in Raubling und der Obermeier, na Bichlmeier heißt er nicht, Obermeier, der Bichlmeier in Bad Endorf. Ich höre mich auf jeden Fall mal um, liebe Freunde. Ihr könnt es mir natürlich auch gern Wünsche in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, boah, Ofner, schaut euch die so, Ofner, da gibt es einen Kanal, der macht den und den geilen Scheiß. Schreibt es in die Kommentare, wie gesagt, wundert euch bloß nicht. Wenn ich jetzt nicht gleich darauf eingekommen, weil die nächsten Videos, die jetzt so die Tage rauskommen, sind vorproduziert. Also ich gehe dann erst praktisch in der 9-Session drauf ein. Das muss jetzt an der Stelle auch noch loswerden, nicht, dass ihr euch wundert, weil ich habe jetzt dann im Mai, also in knapp 7 Wochen, am 4. Mai, am Dienstag, Prüfung, also praktisch morgen in 7 Wochen. 7 Wochen sind es dann, glaube ich, ja. Und deswegen, damit euch jetzt in der Zeit nicht fad wird und endlich mal wieder ein bisschen Wind auf den Kanal kommt, haben wir gedacht, okay, machen wir es so, ich produziere immer dann, wenn es mir gerade ausgeht, vor. Sollte eigentlich in der Regel der Sonntag sein. Jetzt, wo ich die Session gerade aufnehme, ist Montag auf Nacht. Und ja, auf jeden Fall, dass ihr die nächste Zeit wieder was zum Schauen habt. Ich hoffe, das taugt euch. Wie gesagt, ich werde trotzdem auch, wenn ich jetzt das nicht gleich die Kommentare in einem Video verorten kann, werde ich auf jeden Fall trotzdem Kommentare lesen. Wenn es ist, schreibe ich auch mal zurück. Ist überhaupt kein Thema. Locker easy. Kriegen wir hin. Und ja, so läuft der Haus. In diesem Sinne, meine Freunde, ich sage mir alle, merci fürs Zuschauen. Merci für euer Interesse. Wenn es euch taugt hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Da hat mich auf jeden Fall narrisch gefreut. Ihr findet alle Seiten Mercedes, Automotor und Sport, YouTube-Kanal und alles unten verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann auch nochmal das Originalvideo, also das Originalvideo und viele andere Auto- und Motorsport-Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal, der Ofner sagt, habi deri.